Hallo, herzlich willkommen zu Expeditions Wiking. Ich grüße euch zu einer neuen Folge. Letzte Folge haben wir ja den Rattenfänger gemacht, haben ein paar Jugendlichen eigentlich nur den Arsch versohlt. Und ja, heute wollte ich mich mal ein bisschen um die Aufgabe kümmern, den Sumpf wieder sumpfiger zu machen. Sprich, irgendeine bösartige Kreatur soll sich da rumtreiben. Und ich habe mir gedacht, die werden wir jetzt einfach mal platt machen. Und vorher wollte ich hier noch eben diesen einen. Ah, da geht doch. So. Diese Fell und Kuh und Stoffe, das können wir uns nicht entgehen lassen. Nachdem ich ja ohne Ende Holz gekauft habe und wir keinerlei Kohle mehr haben, müssen wir jetzt zusehen, ja, wieder zu Geld zu kommen. So, wir müssen als allererstes mit der Chefin des von Riebe sprechen. Der Ranghild, ne, so heißt sie doch, der Ranghild. Und müssen uns mal erkundigen, wie es aussieht mit dem Auftrag. Wegen diesem, ja, Monster, wie auch immer, was immer das sein soll. Warte mal, wo haben wir es denn? Vorbereitung Langschiff war es nicht. Was ist das hier? Ach, das ist der Ehemann. Assassine. Auch nicht. Heiße Öffner in die Richtung. Nein, hier war es doch. Hilfriebe, das Sumpfgebiet. Ach, das ist alles. Okay. Also, Hilfriebe, das Sumpfgebiet wieder sicher für Reisende zu machen. Das ist eigentlich das, was ich diese Folge auf jeden Fall gerne machen würde. So, dann müssen wir als allererstes mal hier hin, ne? Zu der Chefin. Ja, sollen wir mal dahin. Dann kommt mal her, Kollegen und Kolleginnen. So, gut. Einmal da rein. Wir müssen uns mit Ranghild. Heißt sie Ranghild? Ich meine, sie heißt Ranghild. Ja, mit der Ranghild, die Weiße. Mit ihr müssen wir quatschen. Mal gucken, was wir da so herausfinden können. Ranghild, die Weiße, steht höflich auf und ergreift dein Handgelenk, als du zu ihr kommst. Also ganz ehrlich, mein Handgelenk? Also mit mir tanzen oder was ist los? Willkommen in den Riebe, Alensgard. Was verschafft uns die Ehre deines Besuchs? Naja, ich habe Gerüchte gehört, dass im Sumpf in den Sümpfen Leute verschwinden. Ich möchte, dass Reisende unsere Stadt sicher erreichen und verlassen können. Wenn nicht bald etwas unternommen wird, bekommt Riebe noch einen schlechten Ruf. Ich werde denjenigen mit Silber überhäufen, das klingt gut, der es wagt, der Sache auf den Grund zu gehen und das Problem zu beseitigen. Mit Riesen und Geistwesen ist nicht zu spaßen. Ah, so sind wir nicht. Ich habe keine Angst, gestatte mir, in dieser Sache tätig zu werden. Jawollo. Zack. Selbstverständlich. Moor auf der Karte aufgedeckt. Sehr schön. Gut, dann sagen wir noch, dass wir uns um die Ratten gekümmert haben. Ich wusste gar nicht, dass du dich der Sache angenommen hattest. Darf ich fragen, wie du das Problem gelöst hast? Wir haben sie umgebracht. Das stimmt nicht. Wir haben sie nicht umgebracht, sondern wir haben sie ja nur. Du hast von nicht nur stoisch. Wir haben sie doch gar nicht umgebracht. Ich habe doch extra umgeschaltet, dass wir sie nur verletzen. Reise in den Sumpf und finde heraus, was es mit den Verschwinden der Leute auf sich hat. Ja, das machen wir glatt. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Wir haben sie doch nicht getötet, oder? Ob wir hier in den Räumen klauen können? Also hier nicht, ist klar. Quatschen können wir. Oh, rausgefahren, die Schwarze. Aha. Können wir mit denen reden? Nee. Ich meine, ich bin ja immer da. Ja, ihr kennt mich ja. Ich bin ja immer bereit, mit jemandem ein Schwätzchen zu halten. Okay, geht nicht. Dann gehen wir mal raus und reisen mal in den Sumpf. Wo auch immer der Sumpf ist. Eieieiei. Ah, diese Ladebildschirme, ne? Also wirklich. So, wo ist denn jetzt hier? Da ist da Reise zum Sumpf. Der Sumpf ist da. Also, okay. Einmal hier hin.
Können wir auf dem Weg dahin noch was mitnehmen? Einmal, ja, ein bisschen was nehmen wir mit. Einmal das, einmal das. Die hier und die hier. Also das kann man ja nicht. Wir können ja nicht Aufgaben stapeln. Wir müssen ein Fass nach dem anderen öffnen. So, das hätte ich auch noch gerne. Das nix. Und hier? Auch nichts. Sauerei. Und da? Ein bisschen Honig ist auch gut. Honig ist, glaube ich, auch gut, um zu heilen. Ne? Kann man. Ich meine, das kannst du, kann man während des Kampfes einsetzen, um zu heilen. So, dann das, das, das. Haben wir soweit alles? Komm, ich will euch auch nicht langweilen. Auf geht's. Zum Sumpf. Wo auch immer der Sumpf ist. So. Was haben wir hier? Das ist ein Waldlager. Das ist das. Riebe. Das Moor. Das Moor. Da wollen wir hin. Ja, mach mal. So, gesund sind sie ja alle. Warum sind die gleichgültig? Ihr könnt mit eurem Tarne reisen, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Zwei ausgewählt, also die müssen wir nehmen. Fünf sind erlaubt. Wir nehmen Gunnar. Diesmal nehme ich aber mal die Idis mit. Und ich lasse. Ne, die Roskva nehme ich mit. Und lass mal ausnahmsweise den Aslai fahren. Lass dich mal da. Ich möchte gerne mal mit der guten Idis kämpfen. Die haben wir noch gar nicht ausprobiert. Das kann jetzt natürlich ein großer Fehler sein, weil Aslaifa ist natürlich ein super Kämpfer. Aber muss ja mal ein bisschen was ausprobieren hier, ne? So, hier geht's. Reise in den Sumpf, finde heraus, was mit den verschwindenden Leuten, was es mit den verschwindenden Leuten auf sich hat. Ja, da wird irgendeine Gruppe in der Gegend herumrennen und die Leute überfallen, ausrauben und platt machen, ganz einfach. Was wird schon, ne? Also würde ich mal einfach so vermuten. Natürlich gucken wir uns das alles an. Ist das ein großes Gebiet? Ach du Scheiße, das ist ja riesig. Okay, dann mal darüber. So, do we believe in lantern men? We don't, right? Ghost lights that lure travelers to their doom? Old wives' tales. I've seen them sometimes when I go into the marshes for herbs. No, don't encourage him. My grandma used to say, lantern men mark the location of a treasure buried underwater. If we spot any lights in the marsh, I say we send Gunnar to look for treasure. Ha ha, I'll take you up on that. But I get to keep what I find. Okay, also was immer ihr auch findet, gehört mir, denn ich bin der Tarn. Ihr habt's gehört, ne? Also glauben wir an irgendwelche Lanternenmänner? Natürlich tun wir das nicht. Ja, wir sind doch aufgeklärt und modern. Was haben wir denn hier? Kleines Geheimversteck, Rüstungsbalsam, Bauplan zum Schmieden von Rüstung. Na, das nehmen wir doch mal mit. Das ist doch schon mal was. So, wir sind noch, glaube ich, wir rennen jetzt, ja, hier oben im Norden rum. Alles klar. Was ist da? Was ist das? Pulver. Okay. Ein Feuer. Aha. Was haben wir da? Da ist nichts. Mhm. Wir gehen mal hier zu dem Feuer, mal gucken, ob da was ist. Ich meine, irgendwer muss das Feuer angemacht haben. So, der Wind heult durch die kahlen Baumkronen und Kälteschauer jagen dir über den Rücken. Schemenhafte Gestalten lauern im Dunkeln der Nacht und der Gestank faulender Blätter und des Brackwassers hängt in der Luft. Vor dir dringt ein flimmerndes Licht durch die Finsternis. Es flimmert und flackert durch die Bäume hindurch. Plötzlich
verdeckt etwas Großes für kurze Zeit das Licht. Eine große, urförmige Gestalt. Valensgard, hast du das gesehen? Irgendetwas dann ist da draußen. Psst, sei doch nicht albern. Die Geister dieses Sumpfes beschwören dunkle Wesen herauf, die ihnen zu Diensten sind. Wir bewegen uns in einer Welt der Ungeheuer, also müssen wir vorsichtig sein. Hör auf sie, Allensgard. Lass uns morgen früh noch einmal wiederkommen. Gib dich zu erkennen, sage ich. Ich wollte schon immer einmal einen Riesen erschlagen. Hoffentlich ist er fett und behäbig. Dann hat meine Axt mehr Angriffsfläche. Das baut mich ein wenig auf. Wir könnten fliehen, während sie Gunnar auffressen. Können wir bitte einfach weitergehen? Ihr Helden. Oh, Riesen. Oh. Aber wir sind ja hier, um Helden zu werden, also gehen wir hier einfach mal an. Drei gekrümmte Gestalten kauern um ein lodernes Lagerfeuer herum. Sie sind übernatürlich groß und grausam entstellt. Roskva wird blass, ihre Stimme ist nur noch ein zitterndes Flüstern. Riesen! Gunnar grinst böse. Und man kann beinahe hören, wie sich seine kräftige Faust um den Griff seiner Waffe schließt. Riesen! Der größte von ihnen zeigt auf dich. Seht doch nur, Brüder! Unser Feuer hat Menschlein angelockt. Im Wald verlaufen bei rabenschwarzer Nacht. Dann also sterbt ihr Missgeburten. Hey Luxel, es ist schrecklich kalt heute Abend. Dürfen wir uns an eurem Feuer wärmen? Die Gerüchte sind also, weil ihr entführt Reisende auf ihrem Weg. Ich finde das mit dem Feuer geil. Das flackernde Licht des Feuers wirft unheimliche Schatten auf sein grässliches Gesicht. Ihr dürft. Wie praktisch, sie laufen uns direkt in die Arme. Komm, Brüder, machen wir es ihnen gemütlich. Ja, aber klar. Also, die haben hier noch zwei Viecher dabei, zwei Hunde und dann eben diese Mörder-Base. Wow, meisterlich sechs Berserker. Na, supergeil. Gelegenheitsangriff, bewandt immerhin, und der ist auch bewandt. Oje. Wie sind unsere Einstellungen? Wir sind immerhin erfahren. Naja, ich würde sagen, wir kriegen jetzt aber mächtig einen auf die Fresse. Naja gut, schauen wir, guck, wie es so wird. Als allererstes möchte ich ganz gerne wissen, dass hier überhaupt der Allensgard demoralisiert als allererstes Mal. Und verpieselt sich dann mit dem Busch. So. Unsere Hexer. Das Ziel erhält einen Statuseffekt giftig. Angriff vergeben am Treffer. Können wir nur, wenn wir direkt daneben stehen, ne? Ist klar. Wir nehmen dann erstmal hier den Kittil und auf ihn auf alle Fälle. Auf ihn auf jeden Fall. Okay. Dann zurückziehen ganz nach hinten. Was hat er denn hier? Stärke Einbuße oder was soll das sein? Diese Hand. Minus 3 Stärke. Oh, warum auch immer. Gut, dann haben wir hier unsere tapfere Kriegerin, die Eidis. Oh, das sind echt mächtige Viecher. Ich würde sagen, die Eidis geht auch erstmal. Steigert die Schadensreduktion benachbarte Einheiten. Taktische Bewegung betäuben. Okay, wir können erstmal gar nichts machen, außer in Deckung zu gehen.
Die Nefja kam bis hierhin, macht dann hier diesen Fernangriff. Okay, und verpieselt sich dann auch, soweit es geht. So, Gunnar wollte ja schon immer mal unbedingt, ne? Also auf ihn drauf. Ja, cool. Und dann ein Stückchen zurück. So, und dann haben wir hier noch unsere Hexe. Die zieht sich auch erstmal noch zurück. Aber nicht ganz so weit. Vielleicht müssen wir ja noch heilen. Runde beenden. Was war das denn? Was ist das für ein Vieh? Warte mal. An ihn kommt er nicht ran. Da macht ihn einmal auf ihn. Damit ist er geplagt. Zieht sich hier hin, dann dahin. So. Kommen wir gleich noch. Dann haben wir hier die Nefja. Nefja hier hin. Fernangriff. Aedes. Hier hin. Angriff. Sauber. Allensgard. Hierhin. Wegmachen. Jawohl. Hier hinter. Okay, sobald sie da sich vorwärts bewegen wird, sind sie erkannt. Dahin. Kann sie ihn vielleicht irgendwie heilen? Scheiße, kann sie nicht, aber demoralisieren kann sie. So. Runde beenden. Boah. Sehr geil, die Aedes ist super. Okay. Wir müssen ihn auf jeden Fall wegkriegen. Ach, das war Allensgard, der sich so super verteidigt hat. Spitze. Hier hin. Auf ihn. Okay. Dass ich am Boden liegen nicht heilen kann, ist echt scheiße. Dann mal hier hin. Ah, fuck. Ich habe an diesen scheiß Wolf da nicht gedacht. Wollte den jetzt einfach nur angreifen. Allensgard auf ihn. Und einmal zurückziehen. Aedes hierhin und auf ihn. So, das ist ganz, ganz übel hier. Hierhin. Sehr geil. Oh. Ravens, pick out your eyes. Das tat weh.
Das tat weh. So. Edis. Hau mal drauf. Und dann geh mal in Deckung, auch wenn du einen mitkriegst. War klar. So. Allensgard auf ihn. Okay. Du auf ihn. Sehr geil. Dann du auf ihn. Was ist los? Sie hat schon. Fuck it. Wie musst du dich darüber bewegen? Jetzt kriegt er einen ab. War klar. Und dann auf ihn schießen. Alles klar. Ah, jetzt weiß ich, warum der -3 Stärke hat, weil der ist ja verletzt, ne? Himmelarsch, stimmt ja. Warte mal, können wir. Was ist das? Wir haben Med. Stärke wird 3 Runden lang erhöht, müssen wir nicht mehr. Kann ich irgendwie. Das ist Licht. Der hat gar nichts. Boah, ich muss mal ein wenig. Der ist aber nicht tot, ne? Mach mir jetzt nicht schwach hier. Ich muss mal ein paar Fähigkeiten verteilen. Was ist mit ihr? Ach, sie ist betäubt. Okay, Runde beenden. Okay. Sie kann jetzt wieder was machen. Ich hoffe doch. Dann ihn mal heilen. Wunderbar. Nefja auf den Hund. Kann der sich selber heilen? Nee, ne? Der hat überhaupt. Oder? Warte mal, du gehst mal. Dahin. Du gehst mal. Verdammt. Ich hätte sie jetzt gerne geheilt, aber das geht nicht. Mach mal weg. Alles klar. Boah, der arme Gunnar, ey. Aber er hat nichts zurückbehalten. Okay, mal annehmen. Kehre zu Janga zurück, okay, das, was sie erledigt haben. Heulende Hexe. Klingt ja nicht schlecht. Dann haben wir hier den Berger, der hat auch eine schöne Waffe. Und der Duri hat den Sperrwal, ein Schutz. Okay, dann haben wir hier noch was. Ja. Schmieröl und Teer. Teer kann man immer gebrauchen, ne? In der damaligen Zeit hat man jede Menge Terge benötigt. Ja, das ist einfach so. Das müsst ihr wissen. Ja, so. Da haben wir auch noch was. Und wir können auch hier reingehen. Das können wir nicht nutzen. Okay. Dann gehen wir da noch rein. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ja, also. Ne? Der Sumpf ist wieder sicher, Kirill. Wir gehen in der nächsten Folge zur Ragnhild zurück, sagen ihr, dass wir die 3 Riesen erschlagen haben. Wir haben Gott sei Dank überlebt. Bin ich sehr froh drüber und ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge, wenn wir zu Ragnhild zurückgehen und Riebe weiterhin zu einem noch besseren Ort machen, als Riebe es ohnehin schon ist. Bis dahin, ciao, euer Elian.